Guten Abend. Es lohnt sich dann doch immer noch, die 5 Minuten zu warten. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Und insbesondere eine große Freude ist es für mich, heute die Einleitung zu geben für Lydia Pintscher. Warum? Weil ich ein wenig Datenarchäologie betreiben durfte, nämlich insofern, dass ich mich gefragt habe, woher kennen Lydia und ich uns eigentlich? Und das ist, geht so ein paar Jahre zurück. Lydia weiß es nicht mehr, haha. Zum Glück habe ich so ein E-Mail-Archiv, das habe ich dann heute nochmal geöffnet und dann gewühlt. Und was ich gar nicht wusste, am 8. Oktober 2011 hast du mich angeschrieben. Ja, am 8. Oktober. Und Wikimedia war da damals auch schon im Spiel, nämlich ein gemeinsamer Kontakt von Wikimedia USA hat uns zusammengebracht. Wir haben uns dann verschiedentlich immer wieder getroffen, weil, das werde ich gleich erläutern, warum wir uns getroffen haben. Lydia hat für ein großes Open-Source-Software-Projekt gearbeitet. Das Interessante war, dass wir uns in einer, für Lydia sehr spannenden Zeit kennengelernt haben. 8. Oktober 2011, denn am 9. März 2012 ging eine ganz, ganz wichtige E-Mail über die gerade aufgebaute, noch nicht existierende, wie ich gerade sehe, also über die Wikitech Liste. Das ist eine Mailingliste von der Software MediaWiki-Software. Da ging es vor allen Dingen um technische Aspekte, die MediaWiki-Software betreffend. MediaWiki-Software, die Software, die genutzt wird, um Wikipedia sozusagen am Laufen zu haben. Okay. Und über diese Liste ging eine E-Mail, in der sich Lydia vorgestellt hat, nämlich vorgestellt hat: Hallo, ich bin Lydia. Ich bin seit kurzem, arbeite ich für Wikimedia Germany und ich bin jetzt zuständig für Wikidata. Das gab es eigentlich noch gar nicht so richtig als Projekt damals, aber die Zielsetzung war, das als Projekt aufzubauen. Und das Schöne ist in dieser E-Mail, dass sie sich da auch selbst vorgestellt hat. Und was sie da geschrieben hat, das werde ich Ihnen hier kurz vorstellen. Also Lydia hat Informatik studiert am KIT, das ist das Karlsruher Institut für Technology. Sie hat dort unter anderem an einem Programm gearbeitet, das fand ich sehr spannend, zur Planung von roboterassistierten Laseroperationen an menschlichen Schädeln. Jetzt weiß ich, woher ihre Freude für Daten kommt, weil um sowas durchzuführen, muss man eine Affinität für Daten haben, weil sonst ist das, glaube ich, ein bisschen schwer möglich. Ihre Diplomarbeit hat sie dann über kollaborative und transparente Free Software Development oder freie Softwareentwicklung geschrieben. Sie hat geschrieben in dieser E-Mail, dass sie leidenschaftlich ist, daran zu arbeiten, Menschen zu befähigen, großartige Dinge zu tun mit Free Culture, also mit offenen Kulturen. Die meiste Zeit, das hat sie wohlbetont im Jahre 2012 geschrieben, die meiste Zeit in den letzten 7 Jahren hat sie damit verbracht, an KDE zu arbeiten. Das ist, weiß ich nicht, ob Sie KDE kennen, das ist eine große Desktop-Umgebung, also das bekannteste Projekt ist eine große Desktop-Umgebung, KDE Plasma, eine Open-Source-Desktop-Umgebung. Und was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass es zu den größten und aktivsten Herstellern, also was auch immer Hersteller sind, oder die größte und aktivste Community im Bereich der offenen Software gehört. Lydia hat bei KDE, in der Zeit bei KDE, also in diesen vielen Jahren, die Mentoring-Programme aufgebaut und geleitet. Sie war Mitbegründerin der Community-Arbeitsgruppe und arbeitete auch im Vorstand des gemeinnützigen Vereins. Sie hat darüber hinaus aber auch aktiv zu Projekten beigetragen, wie Kubuntu, VLC, Videolan und OpenSUSE. Daneben, ich weiß jetzt nicht genau, was daneben ist, ja, aber sie hat darüber hinaus dann noch ein Buch erstellt, das hat sie veröffentlicht im Jahre 2012, das Buch Open Advice, ja, das ist frei verfügbar. Und Open Advice ist eine Wissenssammlung, in der sie 42 prominente Mitwirkende an Open Source Software Projekten gefragt hat, was würdet ihr Leuten auf den Weg geben, die heute an Open Source Software Projekten mitarbeiten wollen? Ja, was müssen diese am besten wissen, um möglichst gut beizutragen.
Darüber hinaus hat sie auch damals schon, also das glaube ich war auch dann vielleicht auch ein Link zu Wikidata, hat sie bei Semantic Media Wiki Plus mitgearbeitet und hat auch im Lenkungsausschuss eines gemeinnützigen Vereins mitgearbeitet, der Semantic Media Wiki Software. Man kann ins Unreine gesprochen und man muss es entschuldigen für Leute, die da, kann man sagen, dass Semantic Media Wiki so die erste Version war oder der erste Versuch war, Daten oder Semantik in Wikipedia, in diese Wikipedia-Umgebung zu bringen, der leider weniger erfolgreich war, und erfolgreicher war dann letztlich das Wikidata-Projekt. Wie gesagt, das war am 9.3.2012, dass Lydia mir diese E-Mail geschrieben hat. Jetzt sind 2084 Tage vergangen, und was in diesen 2084 Tagen passiert ist, das wird sie berichten, was für ein Projekt da entstanden ist, das damals, als sie diese E-Mail geschrieben hat, eigentlich mehr eine Vision war. Ja. Und heute kann sie uns präsentieren, wie diese Vision gewachsen ist und ja, welche Auswirkungen mittlerweile auch diese Vision auf unsere Gesellschaft hat und wie wir mit diesen Daten auch schon heute arbeiten. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind heute Abend, um zu Wikidata zu hören. Wikidata, die Entwicklung haben wir, wie Claudia schon sagte, vor 5,5 Jahren begonnen. Das Projekt selbst ist online seit 5 Jahren. Und als Claudia mich gefragt hatte nach einem Titel für diesen Vortrag, habe ich gesagt, Creating Data About the World with 17,000 Volunteers. Also Daten über die Welt kuratieren mit 17,000 Freiwilligen. Mittlerweile sind es 18,000. Okay. Jeder braucht Zugang zu Wissen. Seien das Eltern, die über Krankheiten ihres Kindes wissen wollen, seien das Studenten, die für ihre Hausarbeit Dinge nachschlagen müssen und so weiter. Und viele bekommen dieses Wissen aus Wikipedia. Um genau zu sein, 500 Millionen Menschen lesen Wikipedia jeden Monat. Das ist sehr, sehr viel. Diese 500 Millionen Menschen liest Wikipedia in fast 300 Sprachversionen. Es gibt allerdings ein Problem, denn nicht alle diese 300 Sprachversionen sind gleich gut aufgestellt, gleich umfangreich, gleich detailliert. Zum Beispiel gibt es nur in 40 Wikipedien einen Artikel zur FU Berlin. Nun kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, aber es sieht ähnlich aus für sehr wichtige Themen. Für Themen, die essentiell sind. Um das ein bisschen plastischer zu machen, als wir Wikidata angefangen haben, war das die englischsprachige Wikipedia. Jeder Artikel in der englischsprachigen Wikipedia, der mit einem Ort verknüpft ist, also zum Beispiel der Eiffelturm in Paris, das Brandenburger Tor hier in Berlin und so weiter, bekommt einen Punkt auf dieser Karte. Das heißt, da wo es heller ist, sind wesentlich mehr Artikel. Was man recht gut sieht, ist, die Umrisse der ganzen Welt kann man sehen. Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, aber im Prinzip gibt es überall auf der Welt was. Wenn wir uns jetzt die Spanische angucken, sieht das schon anders aus. Oder die Russische. Oder Farsi. Oder Japanisch. Japaner sind sehr an Italien interessiert. Kann es nicht ein bisschen dunkler machen? Oder das gesamte Licht? Wir könnten Licht ausmachen. Also nur ganz kurz nachfragen. Das sind sozusagen die Artikel, von welchen Orten Artikel auf Japanisch geschrieben worden sind. Genau. Und was man halt sieht, in der japanischen Wikipedia zum Beispiel gibt es einen klaren Fokus auf Japan,
und Italien und die Umgebung darum. Und der Rest der Welt ist nicht sehr sichtbar. Und so sieht das für sehr viele weitere Wikipedien aus. Das heißt, wir geben, je nachdem, welche Sprache man spricht, nicht Zugang zu allem Wissen, zu dem wir Zugang geben könnten und sollten. Denn Wikimedias Vision ist, dass wir allen Menschen Zugang zu allem Wissen geben. Vor 5,5 Jahren haben wir uns dann hingesetzt und gesagt, okay, daran müssen wir arbeiten. Und Wikidata ist einer der Schritte, die wir unternommen haben, um dieses Problem zu lösen und um mehr Menschen mehr Zugang zu mehr Wissen zu geben. Was ist Wikidata? Wikidata ist eine Wissensdatenbank. Das heißt, es enthält Daten wie zum Beispiel die Einwohnerzahl von Berlin, wer die letzten Oscars gewonnen hat, was die Hauptstadt von Frankreich ist und ähnliches. Und dieses Wissen, diese Daten, werden dann den Wikipedien zur Verfügung gestellt. Es gab zum Beispiel das Problem, dass wenn eine berühmte Person verstirbt, das relativ schnell in der englischsprachigen und deutschsprachigen Wikipedia eingetragen wurde, weil die Wikipedien mit sehr vielen Editoren sind und einer sehr aktiven Community. Aber kleinere Wikipedien, es konnte Wochen, Monate dauern oder auch nie, dass sich jemand hingesetzt hat und diesen Artikel in der Wikipedia, in der Sprache geupdatet hat. Die Idee ist also, dass wir zentral Daten speichern, die dann sprachunabhängig genutzt werden können. Das Ganze wird genau wie Wikipedia von einer Community gepflegt. Freiwilligen, wie du und ich, die sich hinsetzen und Daten pflegen und Wissen mit der Welt teilen. Wie sieht das ganz konkret aus? So zum Beispiel. Das zeigt den Eintrag zur Mona Lisa in Wikidata. Das heißt, wir haben den Namen und eine kurze Beschreibung, dass es ein Gemälde ist und verschiedene Aussagen. Zum Beispiel, es ist ein Gemälde, es ist von Leonardo da Vinci und so weiter. Außerdem Links zu den verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia, die einen Artikel dazu haben. Wenn man weiter runter geht, sogenannte Identifier, das heißt Links in andere Datenbanken, die auch Daten zu diesem Gemälde haben. Und davon haben wir im Moment 38 Millionen Einträge über Gemälde, über Personen, über Städte, all diese Dinge. Um es etwas plastischer zu machen, ist das ein kurzer Auszug aus dem Datenmodell. Das ist das Technischste, was ich heute mache, der Rest wird einfacher. Hier exemplarisch am Beispiel von Douglas Adams. Für jeden Eintrag haben wir einen Namen oder auf Englisch ein Label, eine Beschreibung, die kurz erklärt, um was es sich handelt, und verschiedene Aussagen. Eine Aussage besteht aus einer Eigenschaft, also hier zum Beispiel Spouse, also Ehepartner, und einem Wert, Jane Belson in dem Fall, und sogenannten Qualifikatoren, also die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit, eine Aussage einzuschränken. In dem Fall, dass die Ehefrau von Douglas Adams vom 25. November 1991 bis 11. Mai 2001 war. Und dann kann ich dazu eine Referenz angeben. Ich kann sagen, woher ich es weiß. Denn für Wikipedia und Wikimedia als Ganzes ist es unheimlich wichtig zu wissen, woher unser Wissen kommt, woher unsere Daten kommen und es nachvollziehbar zu machen.
unseren Lesern, unseren Editoren und allen die Möglichkeit zu geben, nachzuvollziehen, nachzuprüfen, woher unser Wissen und unsere Daten kommen. Ja. Zum aktuellen Stand von Wikidata. Im Moment haben wir 38 Millionen Datenobjekte, wie bereits gesagt, über Menschen, Gemälde, Gene, Städte und so weiter. Und die beschreiben wir mit etwa 4000 Eigenschaften. Eigenschaft ist zum Beispiel sowas wie Ehepartner, was ist die Hauptstadt, wer hat ein Gemälde erstellt und so weiter. Und damit machen wir etwa 329 Millionen Aussagen über die Welt. Das Ganze wird gepflegt von 18.600 Editoren im Moment. Das sind also die Leute, die mindestens einen Edit im letzten Monat auf unserer Website gemacht haben. Und damit ist es das drittaktivste Wikimedia-Projekt nach Wikipedia und Wikimedia Commons, unserem Medienarchiv. Das wirklich Beeindruckende für mich aber ist, dass mittlerweile ein Drittel aller Edits in Wikimedia-Projekten auf Wikidata basieren. Nach 5 Jahren ist das sehr viel. Was macht Wikidata jetzt besonders? Zuallererst die Community. Ne? Ohne die Community würde es Wikidata nicht geben. Diese 18.000 Menschen sind die Leute, die das Projekt am Leben erhalten und Tag für Tag Daten mit der Welt teilen, Daten pflegen und so weiter. Eine ganz wichtige Sache, die man verstehen muss, ist, dass wir in Wikidata nicht versuchen, die Wahrheit festzulegen. Da es ein Projekt ist, in dem sich Menschen aus ganz vielen verschiedenen Sprachen und Kulturkreisen zusammenfinden müssen, ist es sehr schwierig, sie zu zwingen, sich auf eine Wahrheit zu einigen. Und stattdessen halten wir fest, was Quellen sagen. Und unsere Nachnutzer können dann anhand der Quellen entscheiden, welchen Daten sie vertrauen, welche Daten sie benutzen wollen. Denn zum Beispiel Diskussionen wie, wann wurde denn Jesus Christus geboren? Oder was ist Jesus Christus eigentlich? Sind sehr schwierig in einem mehrsprachigen, viele Kulturkreise umspannenden Projekt. Und was wir dann erlauben, ist halt diese verschiedenen Sichtweisen gleichzeitig nebeneinander aufzunehmen. Und wir schränken die Welt nicht ein, sondern wir erkennen an, dass die Welt seltsam und komplex ist. Denn wir haben zum Beispiel so Dinge wie die Frau, die den Eiffelturm geheiratet hat. In einer üblichen Datenbank könnte es schwierig sein, jemanden als Ehepartner anzugeben, der kein Mensch ist. Aber genau diese Fälle sind ja für Wikipedia interessant. Wenn eine Frau den Eiffelturm heiratet, das sind genau die Dinge, die in Wikipedia-Artikeln beschrieben werden wollen und die Geschichte darum erzählt werden will. Oder hier, in einem Jahr, im 1700, gab es einen 30. Februar in Schweden. Macht es schwierig zu sagen, okay, Februar, den 30. gibt es nie. Leider doch. Und wiederum, das ist genau das, was in Wikipedia beschrieben werden will. Und deshalb muss es Wikidata abbilden. Was wir mit diesen Dingen erreichen, ist ein multilinguales, multikulturelles Projekt, das Wissensvielfalt abbildet. Und über die 5 Jahre haben wir eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel, dass die Welt wirklich kompliziert ist und dass Wikipedianer sehr gut darin sind, aufzuzeigen, wo sie kompliziert ist und wie sie kompliziert ist. Ich hatte vor einem Jahr zur Weihnachtszeit mit meiner Mutter gesprochen und gesagt, und es ging darum, wie Wikipedia funktioniert. Und sie meinte so, aber Lydia, es gibt doch Dinge, über die kann man sich nicht streiten.
Nein. wir schauten dann nach, so drei Dinge, die sie sagte und dachte, über die man sich nicht streiten kann. In Wikipedia kann man sich darüber sehr lange unterhalten. Was ja gut ist, denn das ist das, was uns Wikipedia bringt und was uns diesen Wissensschatz ermöglicht. Und genau deshalb müssen wir mit Wissensvielfalt umgehen. Wenn ich heute zu einem populären Kartendienst gehe, in Indien zum Beispiel, sehe ich eine Grenze zu Pakistan. Wenn ich denselben Kartendienst in Pakistan aufrufe, sehe ich die Grenze an einer anderen Stelle. Und das ist nur ein Beispiel. Und wenn wir so den Menschen diese unterschiedlichen Sichtweisen, diese Differenzen nicht aufzeigen, nehmen wir ihnen auch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Und wenn wir nicht mehr wissen, wo unsere Differenzen liegen, das hilft uns als Gesellschaft nicht weiter. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Es ist möglich, Werkzeuge zu bauen, die mit dieser Komplexität umgehen. Und wir sollten viel mehr davon bauen und gegen diesen Trend arbeiten, alles einfach und schön zu machen. Wenn man so ein Projekt aufbaut, braucht es sehr viel Zuhören, sehr viel Erklären, sehr viel Vertrauen und sehr viel Befähigung von anderen. Sehr viel Befähigung von anderen, dass sie helfen können, so ein Projekt aufzubauen. Und wie ich da geschrieben habe, and be zen about it, das ist manchmal nicht einfach. Einfach loszulassen und sagen zu können, es wird gut. Die Leute sind mit genauso viel Herzblut daran wie du selbst und werden das in die richtige Richtung bringen. Ein Ding, das uns immer wieder aufkommt, Wikidata hat ganz viele Daten. Ich habe auch ganz viele Daten, die sollten in Wikidata rein. Das klingt erstmal logisch und ist auch gut, denn wir wollen ja offene Daten teilen. Aber da Wikidata ein offenes Projekt ist und jeder mitmachen kann, müssen diese Daten auch gepflegt werden. Die Daten müssen geupdatet werden, wenn die Welt sich ändert. Die Daten müssen von Vandalismus freigehalten werden. Die Daten müssen von Fehlern freigehalten werden und so weiter. Das heißt, es muss eine ganze Menge Arbeit da reingesteckt werden, dass die Daten gut sind, nutzbar sind und so weiter. Und das ist viel Arbeit. Und das bedarf guter Werkzeuge. Ich werde dann ein paar davon zeigen. Aber selbst mit diesen relativ schwer bedienbaren und einfachen Werkzeugen bauen die Menschen großartige Dinge. Denn, das gebe ich offen zu, Wikidata ist noch nicht das einfachste Projekt. Das heißt, wenn man offene, flexible Werkzeuge baut, gibt es den Menschen die Möglichkeit, mitzumachen, mitzubasteln. Was mich zum nächsten Punkt bringt, die Möglichkeit zu basteln und zu experimentieren. Als Gesellschaft scheinen wir das so ein bisschen aus den Augen zu verlieren, dass man an Technologie, an Software, an einem freien Projekt wie Wikipedia, Wikidata mitmachen kann, dass man es beeinflussen kann, dass man die Welt um sich herum beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie die Welt um sich herum beeinflussen können. Und dass sie sich selbst helfen können, dass ihr ein Problem, das sie mit einem Computer, einer Technologie, einer Software haben, dass sie das lösen können oder dass sie Leute finden können, die das lösen können für sie. Nun zu ein paar Dingen, die Menschen mit Wikidata bauen. Das ist der Artikel in der englischsprachigen Wikipedia zum South Pole Telescope, ein Teleskop am Südpol. Und die Infobox da an der Seite, die kommt komplett aus Wikidata. Vorher wurde das halt auf der englischsprachigen Wikipedia
gepflegt und die Daten waren nicht zugänglich, zum Beispiel für die französische Wikipedia oder die deutschsprachige Wikipedia. Jetzt sind sie das. Und hier noch ein paar Beispiele aus anderen Sprachversionen. Wenn man die Daten dann einmal hat, kann man natürlich darüber auch Abfragen machen. Und dazu habe ich jetzt ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel hat jemand eine Abfrage geschrieben, die eine Zeitleiste darstellt, aller Raumfahrzeuge und Sonden, die wir in den Weltraum geschickt haben. Oder hier, das sind fiktionale Charaktere und worauf sie basieren. Also zum Beispiel Santa Claus auf St. Nikolaus. Oder hier, ganz wichtig, Pflanzen, die ein Emoji haben. All diese Dinge kann man in Wikidata finden, wenn man weiß, wie man sucht. Oder hier, das sind Familien, die über 5 Generationen denselben Beruf hatten. Es sind erstaunlich viele, die man da findet. Oder hier Flaggen, die eine Sonne enthalten. Auf Wikidata selbst kann man noch eine ganze Menge mehr dieser Beispiele sehen und auch selbst Abfragen schreiben. Wie ich vorher schon gesagt hatte, müssen diese Daten natürlich gewartet werden. Und dafür haben Freiwillige, denen das Projekt sehr am Herzen liegt, eine ganze Menge Werkzeuge geschrieben. Und das ist zum Beispiel eins davon, namens Mix and Match. Das hilft, Wikidata mit anderen Datenbanken zu verknüpfen. Also ich kann dann sagen, der Eintrag zu Douglas Adams in Wikidata ist derselbe wie der Eintrag zu Douglas Adams im Public Domain Projekt zum Beispiel. Oder hier, das ist Wikidata Game, wo man anhand von sehr einfachen Fragen, macht sich sehr gut abends vor Netflix, auf der Couch, sehr einfache Fragen gestellt bekommt und anhand der Antworten wird Wikidata editiert. Also stellt zum Beispiel so Fragen wie dieses Bild hier, ist das ein gutes Bild der FU? Oder diese Person hier, die der Wikipedia-Artikel schreibt, ist es ein Mann oder eine Frau? So Sachen. Das ist relativ niedrigschwellig, aber hilft, Wikidata aufzubauen und vollständiger zu machen. Oder hier, das ist Quick Statements, das Editoren benutzen, um Massenedits in Wikidata zu machen. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Liste von Alumni dieser Universität gefunden haben, dass Sie dann eintragen, dass diese Personen hier studiert haben. Das waren die Sachen, die so ein bisschen intern für Wikimedia sind. Aber Wikidata wird auch eine ganze Menge außerhalb von Wikimedia benutzt, zum Beispiel von Histopedia. Histopedia ist ein Startup, die ein Bildungstool im Prinzip bauen, mit dem man Zeitleisten erstellen kann, die man dann im Unterricht zum Beispiel benutzen kann. Und ein Weg, diese Zeitleisten zu befüllen, ist mit einer Abfrage an Wikidata, wie eben zum Beispiel hier Gemälde von, ich glaube, es war Da Vinci. Oder hier, das ist Monumental, eine Website, wo man hingehen kann und zu Baudenkmälern mehr Informationen finden kann, basierend auf den Daten in Wikidata. Eben hier zum Brandenburger Tor zum Beispiel. Oder hier, Inventaire. Inventaire ist ein Projekt, in dem man angeben kann, welche Bücher man hat und dass man die an Freunde oder auch Fremde weitergeben möchte. Und das ist im Prinzip gestartet als ein Ein-Mann-Projekt. Und dank Wikidata konnte er auf all die Daten, die wir schon haben, zurückgreifen und relativ einfach diese Autorenseiten erstellen, wo dann halt drinsteht, wann diese Person geboren wurde, welche Bücher sie veröffentlicht hat,
ein Bild dazu, wenn die Bücher online verfügbar sind, frei, dann einen Link dazu und so weiter. Was ihn alleine unheimlich viel Zeit gekostet hätte, wenn er diese Daten selbst pflegen müsste und überhaupt erstmal sammeln. Wie heißt das Projekt? Inventär. Inventär. Oder hier ein Spiel namens Guesse. Was es macht, ist, es zeigt ein Bild und man muss auf dieser Karte hier versuchen herauszufinden, wo dieses Bild gemacht wurde. Und basierend darauf, wie nah man an der Wahrheit lag, gibt es Punkte. Das ist sehr schwierig. Oder hier, das ist Scolia, eine Website, wo man Informationen rund um wissenschaftliche Veröffentlichungen finden kann. Das heißt, man kann basierend auf den Daten in Wikidata zum Beispiel herausfinden, welche Veröffentlichungen in einem bestimmten Fachbereich besonders wichtig sind, welche Personen in einem bestimmten Fachbereich sehr viel veröffentlichen, welche Personen häufig zusammen publizieren, welche Personen an einer bestimmten Uni besonders aktiv sind, welche Journale besonders hohe Reputation in dem Gebiet haben und so weiter. Oder hier, das ist Yle, das ist die finnische Broadcasting Agency, die ihre Nachrichteninhalte in Finnisch, Schwedisch und Englisch publizieren. Und die hatten das Problem, dass sie ihre Tags sozusagen, die sie vergeben, also ihre Schlagworte für ihre Meldungen immer übersetzen mussten. Und dass das uneinheitlich war und wenn irgendwas passiert ist in der Welt, ein Erdbeben zum Beispiel, wie das dann genannt wird. Das könnte das 2017 Erdbeben in irgendwo sein oder das irgendwo Erdbeben 2017 und so weiter. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie stattdessen die Seiten in Wikidata verlinken, also die IDs, die Wikidata vergibt für dieses Ereignis. Und dann Wikidata und Wikipedia entscheiden lassen, wie dieser Event jetzt heißt. Und auch die Übersetzung da machen lassen. Oder hier, das ist die mobile App von Eurowings, die man während des Fluges benutzen kann, um zu sehen, wo man sich gerade befindet. Und die benutzen Wikidata, um ein bisschen mehr über die Städte, über die man gerade fliegt, anzuzeigen. Oder hier Quora. Quora ist eine Frage-Antwort-Seite im Internet. Und auch die haben Schlagworte für alle ihre Fragen. Und diese Schlagworte waren sehr unaufgeräumt. Es war nicht so einfach zu finden, was zu was gehört und so weiter. Und sie benutzen die Ontologie von Wikidata, um das aufzuräumen und zu verbessern und so ihre Website besser zu machen. Oder hier, Ask Platypus. Das ist eine Website, in der man eine natürliche Sprache stellen kann, wie zum Beispiel Who's the director of Her? Also wer ist der Direktor vom Film Her? Und es antwortet Spike Jonze basierend auf den Daten, die Wikidata hat. Und als letztes möchte ich noch zeigen, das ist wieder eins von Wikimedia, was uns sehr am Herzen liegt. Das ist ein Tool, das die Gender Gap in Wikidata und in Wikipedia aufzeigt. Eines der großen Dinge, die wir als Wikimedia-Bewegung ändern wollen, ist, dass wir sehr wenige Artikel über Frauen haben, über berühmte Frauen. Und um aber überhaupt besser verstehen zu können,
was uns eigentlich fehlt und wo genau diese Lücken sind. Und gibt es dieses Tool, das anhand von Wikidata aufzeigt, wie viele Artikel wir zum Beispiel in einer bestimmten Sprache aus einem bestimmten Jahrgang haben, über Männer und Frauen oder bestimmte Berufe und so weiter. Und so hilft, dass wir ein bisschen über uns selbst reflektieren und verstehen, was für Artikel wir schreiben und wie wir das vielleicht ändern wollen. Denn nur wenn wir das besser verstehen, können wir das auch ändern. Und damit möchte ich auch beenden. Daten sind eine der wichtigsten Ressourcen unserer Zeit und die müssen frei, offen und editierbar sein. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere bei Wikidata mitmacht. Das ist Wikidata im Moment. Also vielleicht Erläuterung dazu, das sind jetzt alle ortsbezogenen Artikel in allen Wikipedien der Welt oder die Wikidata-Einträge selber? Die Wikidata-Einträge selber. Alles, was die Geoportal hat. Genau. Und da sieht man halt schon, dass die Abdeckung wesentlich besser ist, als das in den Wikipedien vor 5 Jahren der Fall war. Und zwar, Sie haben ja kurz erwähnt, dass es ja in Wikidata die Möglichkeit gibt, quasi mehrere Wahrheiten zu veröffentlichen. Ja. Und ist da dann nicht dann so ein bisschen das Problem, oder was ich sehe, dass halt einfach zu gewissen Themen einfach Daten veröffentlichen werden, die wirklich falsch sind und trotzdem irgendwelche Quellenangaben haben. Also mal angenommen, es geht jetzt um Flüchtlinge und dann gibt es halt... Leute, die sagen, hey, die haben einen niedrigen Bildungsniveau und es gibt Leute, die haben einen hohen Bildungsniveau. Und das ist ja auch nicht immer gut, dass es da... Ja. Können wir nochmal kurz in das Datenmodell gucken. Und zwar, also genau, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und es geht natürlich nicht darum, in Wikidata allen Müll und alle Verschwörungstheorien und festzuhalten. Das ist nicht das Ziel. Es geht mehr darum, so Sachen festzuhalten, wie es gab eine Messung vom Rhein, von der Länge des Flusses Rhein. Die war falsch. Wurde in einem Buch gedruckt, jeder hat aus diesem Buch abgeschrieben. Überall war die falsche Länge des Rheins. Dann gab es die richtige Messung, aber nichtsdestotrotz steht überall noch eine andere Zahl. Das heißt, wir wollen eigentlich beide aufführen und sagen, okay, die eine hat auch existiert und viele haben diese Zahl benutzt, aber jetzt ist die nicht mehr als korrekt angesehen. Und ein Werkzeug, was wir dafür haben, ist der sogenannte Rang hier. Es gibt 3 Ränge. Der erste sagt, okay, ist präferiert. Das ist zum Beispiel in dem Fall die neue Länge des Rheins. Oder wenn du für eine Stadt alle Bürgermeister auflistest, die es über die Jahre gab, dann wird der aktuelle als präferiert markiert. Das ist das, was man üblicherweise haben will, wenn man fragt, wer ist der Bürgermeister, was ist die Länge vom Rhein und so weiter. Dann gibt es normal, das ist halt so, ja, gab es auch, frühere Bürgermeister zum Beispiel, und dann gibt es deprecated. Das wäre so, okay, eine alte Messung vom Rhein, die jetzt nicht mehr korrekt ist. Und damit und mit den Referenzen und den Community-Prozessen, die wir aus Wikipedia kennen, funktioniert es eigentlich relativ gut.
historischen Daten, wie zum Beispiel, wer hat es erfunden, ja, das Kräuterbonbon oder den Computer. Und da kann man halt sehen, in Deutschland hat es eben Zuse den Computer erfunden und in Amerika war es dann irgendjemand anders. Beim Fliegen ist genauso, Otto Lilienthal und Gebrüder Wright. Wie gehen Sie damit um? Also einerseits werden es wahrscheinlich zwei Aussagen oder drei oder vier, die nebeneinander stehen mit verschiedenen Quellen, die das belegen sollen. Und dann kann man diese Qualifikatoren angeben. Na, hier ist jetzt nur Startzeit und Endzeit angegeben, aber das kann alles sein. Das kann zum Beispiel sein, Grund, warum das angezweifelt wird. Oder ist vorherrschende Meinung in einem bestimmten Land. So Dinge kann man dann auch angeben. Haben Sie schon mal erlebt, dass es dann längere starke Streitigkeiten gab, so Editierkriege, dass es hin und her gekippt ist? Erstaunlicherweise mit den Mitteln, die wir haben, ist es im Moment gut, es funktioniert. Ob das so bleibt, mit steigender Bekanntheit und steigender Wichtigkeit von Wikidata, das müssen wir schauen. Das ist eine Form von Moderation bei Wikidata. Also kann ich da jetzt einfach schreiben, was ich will und dann ist es in Wikidata oder? Jeder kann Wikipedia editieren, jeder kann Wikidata editieren. Da gibt es natürlich Einschränkungen und Mechanismen, um Vandalismus zum Beispiel zu verhindern. Eine Möglichkeit ist, dass so ein Datensatz einfach gesperrt wird. So sehr umstrittene Themen, zum Beispiel ist jetzt Taiwan Teil von China oder nicht. Barack Obama, Donald Trump, das sind alles so Themen, die natürlich die Emotionen hochkochen lassen und wo dann natürlich auch das Interesse, das in eine bestimmte Richtung zu drücken, sehr, sehr stark ist. Die kann man dann zum Beispiel sperren. Es gibt die Möglichkeit, alle Änderungen, die in einem bestimmten Artikel gemacht werden, zu verfolgen, alle Änderungen, die im ganzen Wiki gemacht werden, zu verfolgen. Es gibt ein Regelwerk, das zum Beispiel sagt, okay, meistens ist ein Starttime wann zwei Menschen geheiratet haben, in einem bestimmten Zeitraum zwischen Anfang und Ende. Ja? Also wenn es Anfang und Ende gibt, dann sollte das, sagen wir, nicht mehr als 100 Jahre sein. Gibt Ausnahmen, fiktive Personen und so weiter, aber das ist so eine Grundregel zum Beispiel. Dann gibt es Systeme, das zu checken und zu schauen, wo sind Fälle, wo das nicht stimmt und wo sind Einträge, die anders sind, und dann kann jemand gehen und es beheben. Das sind nur so ein paar Anrisse, was es gibt. Wer trifft die Entscheidung dann zu sagen, ist immer wirklich gesperrt oder? Also. Dafür sind Admins zuständig. Also es gibt eine Gruppe von gewählten Editoren, die für sowas zum Beispiel dann zuständig sind. Ja. Das hier in die Sprachversion. Wenn ich eine Datenbank habe mit den Grunddaten, können die ja praktisch in die verschiedenen Sprachversionen automatisch übernommen werden. Wird es so gemacht, dann brauchen Sie eventuell ein Programm, das in andere Sprachen übersetzt, oder wie wird sowas gemacht? Wenn wir das hier, das ist Mona Lisa, ne? Und da steht hier Painting by Leonardo da Vinci, das ist der englische Teil. Und dann ist jemand gekommen und hat eingetragen, okay, in Deutsch heißt es auch Mona Lisa, aber die Beschreibung ist Ölgemälde von Leonardo da Vinci. Und in Spanisch heißt es auch Mona Lisa, aber es ist Quattro de Leonardo da Vinci und so weiter. Und so wird das eingetragen von... Und es ist per Hand eingetragen? Ja. Das können wir aber machen bei Grundbegriffen, ne? Ja,
Ganz häufig sind die aber ja zum Beispiel schon, also wenn es so Grundbegriffe sind, sage ich mal, dann haben die sehr häufig einen Wikipedia-Artikel mit einem Namen. Und häufig stimmt dieser Name halt mit dem Titel des Wikipedia-Artikels zum Beispiel überein. Das sind so Sachen, die Editoren gemacht haben, das automatisiert zu übernehmen. Was dann da noch übrig bleibt, ist nicht so viel, was man wirklich automatisieren kann, leider. Artikel sind zum Teil sehr unterschiedlich. Ja. Also, wissen wir, Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, man hat die sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Haben Sie einen eigenen Identifier? Nicht auswendig. Er ist leider nicht so schön rund. Ich glaube 5 oder 6. Ich wollte mal fragen, was passiert denn, also mir ist mal aufgefallen, wenn man so einige Abfragen in Wikidata macht, so mit Sparkle oder so, dass dort ein Haufen Einträge noch sind, die nicht mal gelabelt sind. Und man hat auch keine Description. Man weiß nur, das ist eine Instance of irgendwas und wie wird das dann mit der Zeit eigentlich gehandhabt? Werden die gelöscht oder? Nee. Also man wird ja nie so richtig, es wird nicht richtig klar, was es sein könnte. Das sollte eigentlich klar werden. Also es sollte eigentlich in mindestens einer Sprache ein Label geben. Und also Englisch, Deutsch, Spanisch, Latein sind jetzt die Sprachen, die ich mir anzeigen lasse, weil das sind die Sprachen, mit denen ich was anfangen kann. Aber man kann sich hier More Languages anzeigen lassen, wo alle angezeigt werden, die Wikidata kennt. Und da sollte es mindestens einen geben, anhand dessen man es herausfinden kann. Wenn es gar nichts gibt, deutet das eigentlich darauf hin, dass es wahrscheinlich gelöscht werden sollte. Und da gibt es automatisierte Prozesse, die solche Datensätze den Administratoren melden und die das dann löschen. Wie viel Prozent der Einträge werden in keinem Wikipedia-Artikel benutzt? Das müsste ich nachgucken. Es steigt rapide. Ich glaube, im Moment sind wir so bei 15-20%. Ja. Wie bei den Statements, jetzt fehlt mir das Vokabular, Label für den Statements, also das linke da. Properties, genau. Ach, ja, genau. Sind die frei wählbar oder gibt es da Vorgaben? Also kann man jetzt Creator oder Artist oder irgendwas anderes eintragen? Genau, also diese Eigenschaften hier, Instance of Creator, Title, Date of Birth, die werden in einem Community-Prozess erstellt. Es gibt eine Gruppe an Editoren, die erstellen können, einfach um da so ein bisschen dem Wildwuchs Einhalt zu gebieten. Aber sobald so eine Eigenschaft erstellt ist, kann sie überall in Wikidata benutzt werden. Ich habe gleich eine anschließende, also dazu eine Frage. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, es gibt mittlerweile 18.000 aktive Beitragende und ihr habt 35 Millionen Items mittlerweile. Und was ich mich so frage, ist, Wikipedia ist ja eigentlich ist ein Projekt, was pro Sprache sich entwickelt hat, also um Sprachen herum, das heißt um Kulturkreise. Ja. Wikidata ist ein Projekt, was sozusagen diesen Kulturkreis in dem Sinne eigentlich nicht mehr hat, weil es um Daten geht. Wie merkst du das denn in der Community, also was ist das wie divers ist sozusagen die Community, die zu Wikidata beiträgt und wie unterscheiden sich dadurch die Community-Prozesse? Weil es ja eigentlich weniger kulturell, sie müssen ja so ein bisschen anders sein, weil ja die Kultur wahrscheinlich auch in der, das ist ja mehr so eine Weltbevölkerung, die da irgendwie abgebildet wird. Hast du aus deiner Erfahrung heraus, kannst du schon sagen, wie sich das unterscheidet in Wikidata? Weil das ja eigentlich ein sehr modernes Projekt ist, was halt diese Kultur, also auch, auch diese geografischen Grenzen eigentlich überwindet. Der direkte Vergleich mit Wikipedia ist ein bisschen schwierig, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist Wikipedia schon sehr lange da, hat sehr viel Zeit, Energie, Nachdenken daran investiert,
wie bestimmte Prozesse funktionieren sollten, wie bestimmte Regeln sein sollten, die für diese Wikipedia funktionieren. Und die übersetzen sich nicht eins zu eins zu Wikidata, eben aus zum Beispiel den genannten Gründen. Zum anderen, da Wikidata noch so jung ist, hat es halt viele dieser Prozesse noch nicht. Und viele dieser Diskussionen um diese Prozesse und Regeln und so weiter aufzusetzen, die fangen halt jetzt erst an. Das heißt, in zwei Jahren sollten wir da nochmal drüber reden. Und das Dritte ist, dass natürlich ein Teil der Editoren, die in Wikidata editieren, aus Wikipedia kommen. Aber nicht ausschließlich. Es sind Leute dabei, die nie zu Wikipedia beigetragen haben. Es sind Leute dabei, die in Wikipedia beigetragen haben, aber da keine Artikel geschrieben haben, sondern eher so Vorlagen programmiert haben, Links gesetzt haben, so Sachen. Von daher ist es schwierig, den 1-zu-1-Vergleich zu ziehen. Aber es ist eine interessante Forschungsfrage. Ja. Ja. Kann es sein, dass ich etwas zu Wikimedia beitrage, ohne es zu merken? Wenn ich zum Beispiel auf die Wikipedia-Seite von Berlin gehe und dort die Bevölkerungszahl ändern will, in diesem Kasten rechts, wird das dann zu Wikimedia übertragen? Oder vielleicht ist das Beispiel zu Wikidata übertragen? Das kommt ein bisschen auf die Wikipedia und den speziellen Artikel an. Nicht jeder Wikipedia-Artikel benutzt Daten aus Wikidata. Und es ist ein bisschen unterschiedlich, wie die einzelnen Infoboxen, wie wir sie nennen, programmiert sind, wenn sie Daten aus Wikidata benutzen, wie man die dann editiert. Also ganz häufig hat man halt, das Datum wird angezeigt und dann gibt es so einen kleinen Stift daneben, der einen zu Wikidata führt. Das ist so die einfachste Lösung. Und dann sieht man relativ klar. Auf der russischen Wikipedia gibt es auch so ein Werkzeug, das direkt da so ein Pop-up aufmacht und man kann da editieren, aber es sagt dir halt, ja, hier, du editierst jetzt in Wikidata, nur dass du Bescheid weißt, und dann editiert man direkt von da. Das ist im Moment noch in den Kinderschuhen, also da müssen wir noch einiges an Entwicklungsarbeit reinstecken, aber im Moment sollte man nicht unwissens editieren sein. Also, ja. Ja. Ja, ich habe auch eine Frage, die sich so ein bisschen an die Frage von Claudia Müller-Birn anschließt. Und zwar gibt es, ich habe es nicht ganz verstanden, gibt es jetzt keine konkreten Informationen darüber, zum Beispiel an den Anteil von Menschen, die an Wikidata editieren, wie zum Beispiel, also bei Wikipedia gibt es ja super viel, da weiß man ja zum Beispiel, dass viele ja eher männlich sind, die da editieren. Mhm. Wie ist es bei Wikidata eigentlich? Also gibt es dazu irgendwelche Zahlen irgendwo oder? Ich habe keine Zahlen. Und das ist auch was, womit Wikimedia als Ganzes sehr, sehr vorsichtig ist. Aus dem Grund, dass wir Datenschutz und alles, was damit zusammenhängt, sehr, sehr ernst nehmen. Denn freies Wissen beizutragen, ist ein politischer Akt. Und freies Wissen zu konsumieren, ist ein politischer Akt. Es gibt genug Menschen, die dafür verfolgt werden, dass sie Wikipedia lesen, dass sie Wikipedia editieren. Und man könnte jetzt denken, naja, das passiert irgendwie ganz weit weg von uns. Nein, das passiert in Frankreich. Zum Beispiel. Und deshalb nehmen wir das sehr, sehr ernst, wie viel wir über unsere Editoren wissen wollen und können. Das ist uns wichtig, aber es führt natürlich dazu, dass wir über unsere Editoren auch manchmal nicht sehr viel wissen. Eben gerade so auf großen statistischen Sachen. Das ist sehr schwierig. Wie löst man dann halt so, also zum Beispiel so Probleme, weil Wikidata, was halt cool daran ist, dass ich jetzt irgendwie das automatisiert benutzen kann, und zwar relativ einfach. Okay. Und bei Wikipedia war es ja nicht so einfach. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie, haben wir ganz am Ende so ein Bild gesehen, wo halt so irgendwie Europa ganz bunt war, USA auch, Asien war auch ganz bunt, aber so Afrika war nicht so schön bunt. Mhm. Und da habe ich irgendwie so auf einmal eine Wissensproduktion, die irgendwie sich ausschließlich auf
gewisse Regionen bezieht und manche halt gar nicht. Das, also wie löst man das dann? Weil bei Wikipedia gibt es ja da schon irgendwie Ansätze, dass man sagt, hey, uns ist irgendwie bewusst, dass da irgendwie wenig Frauen sind und wir versuchen jetzt da was zu machen, aber wenn es... Genau, eben über genau so Initiativen. Ne? Das Erstellen von den Bildern, die ich am Anfang gezeigt habe, von den einzelnen Wikipedien und dieses Bild, das zu visualisieren und deutlich zu machen. Oder was ich hier hatte, ne? Dieses Tool, das aufzeigt, hey, nur ein ganz geringer Anteil der Artikel in dieser Wikipedia handelt von Frauen. Und der prozentual zu Männern ist das, sollte das nicht so sein. Und das ist ja nur ein Teil, ne? Also da kann man ja noch in ganz andere Themen gehen. Und das aufzuzeigen und zu thematisieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich, wenn es Wikipedia funktioniert natürlich und Wikidata funktioniert natürlich nicht nur online, sondern es gibt Treffen, es gibt Veranstaltungen und so weiter. Und dass man da halt darauf reagiert und bestimmte Sachen macht. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine Diversity-Konferenz in Schweden, so Sachen. Ganz kurz, wenn es okay ist. Aber zum Beispiel Google ist ja egal, ob jetzt Wikidata weiß, dass, oder Wikimedia an sich weiß, dass die Daten da jetzt vielleicht ein Bias haben. Google benutzt ja trotzdem so. Mhm. Also dann steht ja trotzdem das Problem, nur weil man sagt, hey, ich kann eine Statistik darüber führen und die steht halt irgendwo, wenn man intensiv danach vielleicht sucht, findet man es. Genau. Das sehe ich halt als unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Leuten das wichtig ist und dass sie das als Problem anerkennen und bereit sind, daran zu arbeiten, das zu lösen. Ja. Ja. Wir haben uns nämlich über die Daten letzte Woche im Seminar ein bisschen angeguckt und unter anderem kam so die Frage auf, ja, also so zu so Nutzen, die man bis jetzt dafür sieht, ist A, zum Beispiel so die Infoboxen, bei denen welche Einheiten und automatisch zu generieren. B, zu wissen, so lustige, obskure oder weniger obskure Projekte, mit denen du es vorgezeigt hast gerade. Und aber auch ganz viele von diesen also so Sprachassistenten, jetzt die ganz groß vorkommen von Google, Amazon und Co. Und da kam so die Frage auch, okay, also das jetzt kann ich so als freiwillige Person daran arbeiten und meine Freizeit darin investieren für so ein bisschen fragwürdigen Nutzen, dass, okay, vielleicht bei Wikipedia finde ich das noch ganz sinnvoll, dass ich dazu beitrage, aber schlussendlich profitiert jetzt Google und so davon, dass ich da meine Zeit einbüttere. Und warum soll man jetzt als freiwillige Person daran mitmachen? Ja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wie du schon sagtest, es wird in Wikipedia benutzt, es wird in all den Tools, Webseiten und so weiter, die ich gezeigt habe, die nicht Google, Facebook und so weiter heißen, benutzt. Und das führt so ein bisschen dahin, dass Google, Facebook, Amazon, Microsoft, wer auch immer, denen ist es völlig egal, ob Wikidata als ein Platz da ist, wo sie Daten herbekommen. Denn wenn es den nicht gäbe, dann würden sie es irgendwo anders herbekommen. Die haben die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, das auch so hinzubekommen. Aber das Startup von nebenan oder das kleine Projekt von nebenan, die sind nicht in der Lage. Das heißt, wir bringen hier ein Projekt zustande, das sozusagen, wie man so schön sagt, leveling the playing field. Ne? Wir bringen alle auf denselben Stand und jeder kann damit bauen und kreieren. Das andere ist, die Mission von Wikimedia ist, allen Menschen Zugang zu allem Wissen zu geben, freien Zugang zu allem Wissen zu geben. Wie genau das passiert und so weiter, ist dann erstmal sekundär. Es geht darum, dass viele Menschen Zugang zu viel Wissen bekommen. Und das ist das, wozu du beiträgst, wenn du zu Wikidata beiträgst. Ja.
Es gibt eine Reihe von anderen Datenbanken, die mehr oder weniger ähnliche Profile haben. Wie funktioniert da so das Miteinander oder Nebeneinander oder Gegeneinander? Es ist mir keine bekannt, die so diese Breite von Themen abdeckt mit all dem, was ich erzählt habe, ne? Also so verschiedene Sichtweisen aufzeigen, Quellen angeben, all diese Dinge, da ist mir nichts bekannt, dass das so tut. Es gibt natürlich eine ganze Menge Projekte, die offene Daten zur Verfügung stellen, in bestimmten Bereichen oder auch bestimmte Bereiche im Sinne von Nischenprojekte, ist gar nicht abwertend gemeint, aber also die sich sehr, sehr konzentrieren auf ein bestimmtes Gebiet oder das auch größer machen. Eines der Projekte, was Wikidata, glaube ich, so am ähnlichsten war, ist Freebase. Und das ist jetzt letztes Jahr dann eingestellt worden, weil Wikidata den Platz sozusagen füllt. Dann so diese ganzen anderen Projekte, mein Lieblingsbeispiel ist Music Brains, die offene Daten zu Musik sammeln. Über Künstler, Songs, Alben, sie wissen alles. bis ins Detail. Darum geht es in Wikidata nicht. Wir wollen nicht unbedingt zu dem letzten Song auf dem obskursten Album vom obskursten Künstler den Pitch wissen oder wie lang dieser Song ist. Sondern was wir dann in Wikidata eher machen wollen, ist auf diese Projekte verlinken und sagen, okay, dich interessiert dieser obskure Künstler, da findest du mehr. Und das ist so, wie wir das in meiner Idealvorstellung mit ganz vielen anderen Projekten auch machen. Dass wir ein gesundes Ökosystem haben. Wenn man mich fragt, natürlich, Wikidata eine sehr zentrale Rolle spielt, aber wo wir sehr gut vernetzt sind mit dem Rest des Ökosystems. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich nicht möchte, dass Wikidata der einzige Platz ist, wo freie Daten passieren. Das halte ich nicht für gesund, sowohl für das Projekt als auch für die offene Datenwelt an sich. Ja. Ich bin ein bisschen spät gekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas verpasst, worauf meine Frage abzielt. Es wurde jetzt teilweise auch schon ein bisschen angeschnitten, dass er halt quasi, ach, du hast es jetzt mal wieder betont, dass es halt einfach Wikidata Daten für jeden hat, dass jeder sie nutzen kann. Gibt es irgendwie einen Code of Ethics oder so, der, wenn die Nutzung der Daten dort halt irgendwie quasi verletzt wird, das abgestraft werden kann? Also wenn jemand zum Beispiel menschenrechtsverletzende Projekte oder so halt irgendwie mit den Daten halt irgendwie anstellt, dass ihr das unterbinden könnt? Nein. Wenn sowas passieren würde, würden wir natürlich dazu was zu sagen haben, aber wir würden das, glaube ich, nicht rechtlich unterbinden können, denn es sind frei zugängliche Daten und so weiter. Aber wenn das passiert, wäre die Community, glaube ich, relativ schnell auch dabei, zu schauen, wie man das anders unterbinden kann. Ja. Ich habe eine Frage. In den Wikipedien, da schlummert ja auch noch sehr viel Daten, die nicht in Wikidata drin sind. Und gibt es Bestrebungen, da so einen automatisierten Eintrag oder automatisierte Extraktion aus den Wikipedien in Wikidata zu implementieren? Das ist über die letzten 5 Jahre schon passiert. Das passiert aber sehr spezifisch. Dass also Leute hingehen und zum Beispiel, ich weiß nicht, was letztens die Stolpersteine in Berlin und sich dann eine Infobox dazu anschauen,
die analysieren, okay, was davon kann man auf was in Wikidata mappen und wo gibt es Probleme in den Daten und das bereinigen wir hier schnell und dann importieren wir das alles. Der Grund, warum Wikidata da ist, ist halt, dass man das alles strukturiert und maschinenlesbar auch hat, damit man es halt über mehrere Sprachen zum Beispiel teilen kann. In den Daten, die in Wikipedia sind, ist das oft nicht der Fall. Aus guten Gründen. Da steht dann halt zum Beispiel für irgendeinen Herrscher im 300, keine Ahnung, steht dann halt als Geburtsdatum drin, sowas wie 5 Tage nach der Geburt von irgendjemand anderem. Das ist ein bisschen schwierig, damit in der Datenbank umzugehen. Selbst in der flexiblen Wikidata ist es. Und da liegen die Fallstricke einfach. Also es ist nicht so trivial und deshalb, da wo es geht, wird es gemacht. Nochmal auch eine Frage zu dem mit den Restriktionen, also wo man sagt, dass man etwas sperrt zum Beispiel, also dass es schon die Möglichkeiten gibt, dass da ja aber genau der Punkt kommt, dass man da eben eigentlich dieses offene Bild oder auch die Möglichkeit zu editieren einschränkt und das dann passieren kann, wenn man da so Einzelfallentscheidungen trifft, dass ja nicht nur vielleicht Leute, die dann politischen Zweck oder irgendeinen anderen Grund haben, warum sie das editieren, vielleicht auch Leute sind, die eben einen Fehler, sag ich mal, beheben wollen oder warum auch immer und die sozusagen damit auch ausgrenzt und was ist ja genau, wie damit umgegangen wird, beziehungsweise also ja, was da für Prozesse, ob es da schon Prozesse gibt, wie das gehandhabt wird. Dass man dann die Leute, die auch wirklich positiv beitragen wollen, natürlich von diesem Datensatz ausschließt, das ist genau eines der Probleme von so einer Sperrung. Weshalb Sperrungen zum Beispiel immer so kurz wie möglich gemacht werden. Ne? Also wenn ganz häufig passiert ist, dass irgendjemand in den Nachrichten ist und dass das dann halt gerade ein Ziel von Vandalismus und anderem Müll ist. Und dann sagt man halt, okay, die Person ist jetzt für 2 Tage in den Nachrichten, wir sperren das für 3 Tage und dann ist es wahrscheinlich wieder gut. Das ist eine. Das zweite ist, es gibt Diskussionsseiten. Für jedes Datenobjekt in Wikidata gibt es eine Diskussionsseite, wo man hinschreiben kann, hey, hier, das ist jetzt zwar gesperrt, aber ich würde gerne das und das ändern, kann das mal jemand machen. Außerdem gibt es Community-Diskussionsseiten, wo man das anbringen kann. Es gibt eine Seite für die Admins, wo man sagen kann, hey, hier, Admins, könnt ihr bitte mal dieses und jenes machen. Also es gibt da Wege, die sind alle nicht ideal, aber es geht, ja. Ich will immer noch eine letzte Frage. Ich habe jetzt hier eine Mitte, aber zuerst noch mal hinten. Okay, ja. Nee? Okay, ja. Ich habe nochmal eine Frage, Verständnisfrage. Die Daten, wo liegen die jetzt weltweit? Liegen die zentral? Oder nur regional, also ich denke zum Beispiel Asien, sage ich mal, liegen die dort regional oder irgendwie zentral? Also alle Wikimedia-Projekte, Wikipedia, Wikidata und so weiter, werden auf Servern der Wikimedia Foundation betrieben und die sind in den USA, Amsterdam und ich weiß nicht wo noch. Also ja. Es wird nicht unterschieden anhand der Daten. Sie liegen alle in einer Datenbank. Myanmar oder wo sitzen und gibt da was ein? Mhm. Dann haben das alle. Alle. Ja. Steht jetzt auch an Sicherheit. Es gibt ja so dunkle Länder da, wo jetzt manipuliert wird oder jemand trägt doch mit vielleicht anderen Sprachen, mit der exotischen Sprache, was absichtlich falsche Daten ein. Gibt es einen Abgleich dann, oder kann das festgestellt werden, wenn da jemand Fake News eingibt? Also jeder arbeitet auf denselben Daten. Das heißt eben zum Beispiel auch, dass wenn jemand in, weiß ich nicht,
irgendeinem Land sich hinsetzt und in seiner Sprache, die ich nicht spreche, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Ehefrau von Albert Einstein ändert zu Berlin, dann sehe ich das in Englisch, Deutsch, Spanisch, Latein, dass Albert Einstein jetzt plötzlich mit Berlin verheiratet ist und kann sagen, zurück. Und dadurch, dass wenn die Daten in Wikidata geändert werden und das Daten sind, die auch in Wikipedia benutzt werden, dann sehen das ja auch noch zusätzlich die Editoren in den Wikipedien. Das heißt, man hat noch mal mehr Augen auf den Daten. Und damit hat man da schon relativ viel. Und das andere, was ich vorhin gesagt hatte, dass man halt so Regeln hat, okay, eine Person sollte mit einer anderen Person verheiratet sein, üblicherweise, Ausnahmen sind diese. Oder eine Person sollte eigentlich geboren sein, bevor sie gestorben ist. Gibt Ausnahmen, Zeitreisende. Dann, und so kann man das relativ einfach finden. Das war das Problem? Ja. Ja, also. Jeder Datensatz in Wikidata hat so eine ID hier. Q42 zum Beispiel für Douglas Adams. Und dann hat Q42 Namen in verschiedenen Sprachen. Englisch, Deutsch, Spanisch, was auch immer. Und alle, also was die Datenbank speichert, sind nur diese IDs. Das heißt, der Teil ist völlig sprachunabhängig. Und ob jetzt jemand das in Russisch oder was auch immer editiert, ist völlig egal. Hilft das so ein bisschen? Aber wenn ich in Chinesen Schriftzeichen eingeben kann, oder muss er es in Englisch eingeben, oder wenn er das schreibt, ist mir nicht ganz klar. Nee, wenn jemand aus China das editiert, dann kann er das in Chinesisch machen. Und wenn die Übersetzungen eingetragen sind, dann sehe ich es in Deutsch oder Englisch. Ich mache die Übersetzung, das ist meine Leute, die mehrere Sprachen sprechen. Ja. Also das sind ja Teile, die jetzt nicht, also die Labels zum Beispiel, also darauf schließt sich ja die Frage, ja, was die halt jetzt einfach hier sind. Ja. Nee, das braucht dann Leute, die mehrere Sprachen sprechen. Da war noch was. Ja. Ja. Erzählen Sie doch mal was über diesen Fall, wo da in Frankreich jemand verfolgt wurde, was immer das war. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch korrekt zusammen. Aber es ging darum, dass es in Frankreich, ich glaube, es war eine Militärbasis, über die wurde in der lokalen Presse geschrieben. Ich hatte irgendein Interview gegeben oder einen Rundgang. Und dann hat jemand diesen Artikel genommen, um einen Wikipedia-Artikel über diese Militärbasis zu schreiben. Und das gefiel dann nicht so wirklich, dass Informationen über diese Militärbasis dann in Wikipedia stehen. Und da sind sie zu einem der Administratoren der französischen Wikipedia gegangen und haben gesagt, hier, löschen bitte. Was in dem Fall passiert ist, ja, er hat das gelöscht. Und er ist, wenn du da sitzt und das ist einfach unheimlich komisch und du kannst halt dann auch nicht so viel machen. Ne? Er hat das also gelöscht. Dann danach sofort Bescheid gegeben, hey, hier, nehmt mir alle meine Rechte, schließt meinen Account und stellt den Artikel wieder her. War wieder da. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Artikel jetzt in, ich weiß nicht wie vielen Sprachen existiert. Logisch, ne? Aber, Streisand-Effekt, genau. Aber man denkt, das ist immer so weit weg,
aber das ist nicht so. Ja. Also ich denke, ich noch ja. Eine ganz philosophische Frage. Und zwar, eine sehr intelligente Informatikerin, die Katrin Passig, hat ein sehr intelligentes Buch geschrieben zum Thema Verirren, sozusagen die Kunst, in die Irre zu gehen. Okay. Und sie sagt, dass das sehr wichtig sein kann, also Dinge nicht zu wissen, sich zu irren. Zum Beispiel, Christopher Columbus gibt es hier als Beispiel an, hat Amerika entdeckt aufgrund von Nichtwissen, aufgrund von Irrtum. Ich schätze das sehr, was ich gehört habe, dass Sie versuchen, also auch unterschiedliche Wahrheiten, sozusagen lokale Wahrheiten abzubilden. Ich sehe aber trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Gefahr, dass auf Dauer so ein Mainstreaming-Prozess entsteht, dass eben doch eine Wahrheit dann die hauptsächlich nach oben gerankte Wahrheit wird. Haben Sie das mal diskutiert in der Wikimedia Foundation, ob das eigentlich immer gut ist, wenn alle Kulturen einen gemeinsamen Wissensschatz haben, weil es kann ja auch positiv sein, gerade die kulturelle Vielfalt basiert eben darauf, dass wir unterschiedlich die Welt sehen. Auf jeden Fall. Und deshalb gibt es halt auch Wikipedien in verschiedenen Sprachen. Ne? Wenn man sich den Artikel zur Abtreibung zum Beispiel in der englischsprachigen und in der deutschsprachigen Wikipedia anschaut und vergleicht, dann ist der sehr anders. Kann man jetzt gut finden oder nicht, aber das ist so. Und, diese Unterschiede, glaube ich, die wollen wir auch nicht wegbekommen. Aber nichtsdestotrotz sind wir an dem Punkt, wo wir diesen kleinen Sprachen, diesen unterrepräsentierten Kulturkreisen, diesen unterrepräsentierten anderen Gruppen überhaupt die Möglichkeit geben müssen, dabei zu tragen. Überhaupt aufzuzeigen, hey, da gibt es eine Gruppe, die denkt da anders drüber. Und die sieht das anders. Und das sollten wir vielleicht auch mal diskutieren. Das allein, also an dem Punkt, glaube ich, sind wir. Nichtsdestotrotz ist es was wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen und wo wir aufpassen müssen. Ja. Ich würde da gerne nochmal einklinken. Ja. Es gibt ja den Preferred Value. Ja. Ja? Und das heißt, wenn ich abfrage, kriege ich eigentlich standardmäßig eigentlich den Preferred Value. Und der macht genau das, nämlich, dass man sich geeinigt hat, das ist der Preferred Value und alle anderen Values, die es gibt, vielleicht in anderen Kulturkreisen, die sind erstmal, wenn ich nicht weiß, dass es halt diese anderen Values gibt, sind einfach nicht da. Mhm. Das heißt, wenn ich die Daten nutze irgendwo anders, jetzt gar nicht in der, also auch in irgendeiner Sprachversion einer Wikipedia, dann nehme ich halt diesen Preferred Value, worauf ich mich bei Wikidata geeinigt habe. Mhm. Also jetzt, ja. Das ist ein Link, nochmal eine Ergänzung zu der Frage, weil ich die, ja. Genau. Und der Punkt ist, es geht ja damit passiert ja genau das. Auf jeden Fall. Und da muss man, glaube ich, einfach abwägen. Ne? Also will ich zwischen, ich sag mal, Convenience und Einfachheit und Komplexitätsreduktion und gib mir alles. Zeig mir die Komplexität der Welt. Und in Wikidata bilden wir das ab. Nichtsdestotrotz wollen die unsere Daten nachnutzen, die Welt zumindest oft einfacher haben. Und das ist so ein bisschen der Spagat, den wir führen müssen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich darüber rede, dass das wichtig ist für uns, dass diese Vielfalt für uns wichtig ist. Ja. Toll, das war bisher die längste Diskussionsrunde und ich hoffe, die Diskussion ist nicht zu Ende. Da oben ist noch eine Frage. Und wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, kommen Sie einfach runter und diskutieren hier unten weiter. Ich habe meine berühmte Abschlussfrage. Okay. Ich weiß nicht, ob die berühmt ist. Okay, also sie ist nicht berühmt, aber meine Abschlussfrage. Du hast ja Informatik studiert. Aha. Ja. Und jetzt aus deinem Blick so zurück auf dein Informatikstudium und deine Arbeit, die du jetzt hier bei Wikidata machst, was hat dir so gefehlt in deinem Studium und was hättest du gern gesehen, dass es mehr enthalten ist und wie sollte so ein Informatikstudium in der Zukunft eigentlich strukturiert sein? Oder inhaltlich sozusagen, welche Inhalte sollten da enthalten sein?
ganz viel, was ich heute in meinem täglichen Leben, Arbeit und auch außerhalb brauche, habe ich in der Zeit gelernt, in der ich für KDE volontiert habe. Und ich tue das ja bis heute, weil KDE ein Projekt ist, in dem man aufgebaut wird, in dem man in die Lage versetzt wird, einfach mal zu probieren und einfach mal zu machen und Unterstützung bekommt, etwas gut zu machen. Und was ich so ein bisschen vermisst habe, ist dieses Aufzeigen von, okay, es gibt da ganz viele Projekte da draußen, wo ihr das, was ihr hier lernt, im Studium anwenden könnt und wo ihr hingehen könnt und wo die Leute sich freuen, wenn ihr beitragt und wo ihr coole Sachen machen könnt, was euch auch auf lange Sicht in eurem Berufsleben hilft. Ja. Vielen Dank. In dem Sinne, beteiligen Sie sich noch heute, schauen Sie sich Wikidata an und klicken Edit. Genau. Schönen Abend.